was miteinander. Heute das dritte Mal eine Live-Übertragung vom Sporttreff. Das Ganze schaut da so aus. Wir machen das jetzt am Anfang irgendwie warm, 10 Minuten. Und gehen wir heute hier und gehen wir relativ viel auf Kräftigungsübungen und auf Krafttraining. Okay, Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht. Machen wir heute mal nicht so ein Hit-Training, sondern wir schauen, dass wir ein Ganzkörper-Krafttraining machen für jeden Muskel, den wir bei uns haben. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an und los. Wie gesagt, 10 Minuten aufwärmen, einfach, dass die ganzen Muskeln warm werden. Dann gehen wir her, laufen wir, tippeln wir ganz normal im Stand. Gehen wir jetzt her, schauen wir, dass wir unsere Knie vorne an die Hände aufspannen lassen. Dann dasselbe, aber hinten hoch. Immer schön hinten hochschwingen lassen. Und wieder locker. Ausschütteln. Und nochmal tippeln. Und dann gehen wir her und versuchen, dass wir Spannung aufbauen. Und zwar Knie nach oben, Spannung aufbauen. Und locker. Und die andere Seite und wieder locker. Links. Und rechts. Und immer links. Und rechts. Und immer schauen, Bauchmuskel hochspannen. Links. Rechts und links, rechts und noch einmal und rechte Seite noch. Seite wieder ausschütteln. Da gehen wir her für unsere Schultern. Hände nach hinten drehen und nach vorne, okay? Alle beide und nach hinten. Und locker. Dann tippen wir wieder rein. Und dann gehen wir her und nehmen wir sie wieder dynamisch auf, das heißt auch noch vorne. Und wir gehen hier, Spannung und nach außen. Und wieder, Spannung machen und nach außen. Seiten einmal und die rechte Seite noch einmal und weiter tippeln. Dasselbe machen wir jetzt, aber wir holen einen Fuß nach innen rein und tippeln und andere Seite und tippeln wir wieder. Seite noch einmal und die linke Seite. Und wir tippeln mal wieder. Dann gehen wir her, laufen mit unseren Füßen hinten herauf, nicht anschlagen lassen, nur leicht. Nehmen wir die Hände mit.
Hände bleiben am Fuß, ging er hinten hoch. Und locker. Super Übung, Ganzkörperübung, wo wir schon warm werden. Jump den Jacks. Und wir fangen hoch. Und wir gehen mal her und machen einen Scherensprung. Und locker ausschütteln. Dann gehen wir hier Tipp rüber wieder. Gehen wir jetzt her, nehmen wir mit zwei Händen unser Knie und setzen wir es nach oben her. Hier und wieder locker. Und andere Seiten. Und wieder. Wieder locker. Wir tippeln nach unten, unsere Hände gehen auseinander und wir drehen. Gehen wir jetzt nach vorne mit den Händen und wieder nach außen. Immer schauen, dass am oben bleiben, wenn nach unten gehen und wieder nach vorne. Dann gehen wir hier, gehen wir in einen Ausfallschritt, ich sage es mal von der Seite, Ausfallschritt, ein weiter Schritt nach vorne, Spannung aufbauen, weiter Schritt nach vorne, Knie ist fast unten am Boden, beide Hände gehen neben den Fuß vorne und wir nehmen die Hand, die Wurzel in der Mitte drin setzt und gehen wir nach oben raus. Und wieder runter und nochmal. Und nach vorne rausgehen, ausschütteln. Dasselbe jetzt mit dem linken Fuß. Gehen wir her, linke Fußspannung, weil nach vorne gehen. Knie fast bis unten, beide Hände daneben her und die mittlere wieder auf. Und wieder runter. Und auch vorne raus. Ausschütteln. So, warm sind wir jetzt schon ein ganz bisschen. Jetzt fangen wir mit den Kräftigungsübungen an. Das ist der ganz große Bestandteil von heute, von heiligen Workout. Wir gehen jetzt erst her. Schauen wir, dass wir unsere Körpermitte, nicht nach vorne, sondern nach hinten, warm bringen. Mit Bauchmuskelübungen und mit Rückenübungen, die wo ich kein Training fallen dürfen, okay? Gut, dann fangen wir an mit Bicycle Crunches. Bicycle Crunches, Fahrrad. Sit-ups, und muss alles auf Englisch machen. Das Ganze schaut so aus. Das legt sich ganz mal auf den Rücken.
Der rechte Fuß ist ausgestreckt. Da schauen wir immer drauf, dass immer ausgestreckt bleibt. Diagonal mit dem Ellbogen her und unten bleibt. Okay? Fertig. 3, 2, 1 und 1, 2. Okay. Und dann 2-2. Ausgangsposition. Und 1-2. Schaut so aus, dann legen wir sie flach auf den Rücken. Versucht man jetzt durch Anspannung vom Bauchmuskel unseren Unterrücken zum Boden runter zu drücken. Okay? Hände gegen einen ganz leichten Dorsalstreif. Unsere Füße sind gestreckt. Kopf bleibt unter der Rücken, immer am Boden. Und runter und hoch. Und wieder runter und hoch. Okay? Und go!
3. 14. 15. Und locker. Ausschnaufer. Und machen wir es nochmal, oder? Auf geht's. 3, 2, 1 und los. Nur 3. Und 2. Noch 1. Und locker. Ausschütteln, was drüber dazwischen. Jetzt gibt es noch einmal was drüber. Ich zeige euch jetzt die nächste Übung. Das Ganze schaut so aus, man macht ein paar Planks, aber nicht diesen Unterarmstütz, sondern Planks mit Arme relativ weit auseinander, okay? Eine nichts anderes wie eine Liegestützposition. Körper mit den Anspannern, nicht nur hängen. Körper mit den Anspannern. Und wir gehen mal her, gehen wir immer zusammen. Und gehen wir wieder auseinander. So weit es geht. Und wieder zusammen. Okay, und go. Nur dreimal. Zweimal. Und einmal. Und locker. Merkt schon wieder, geht wieder sehr auf Bauchmuskeln, aber auch Rücken. Aber nur einmal, ein wenig ausschnaufen. Okay, packen wir es nochmal. Gut, also. Dann gehen wir wieder weiter auseinander. Geben wir die Position zur Liegestütz und 3. Und wieder auseinander. Und wieder rein. Nur zweimal. Und einmal. Und locker. Sehr gut. So, dann ist die nächste Übung. Mountain Climbers. Da stehen wir irgendwann einmal wieder auf. Mountain Climbers. Keine zu dynamischen, sondern das Ganze schaut so aus. Liegestützposition. Schaut, dass eigentlich Schultern überhaupt handlich sind. Und konzentriert euch darauf, dass die Gewichtsverteilung auf die zwei Finger liegt, auf den Daumen und auf den Zeigefinger. Dann geht es jetzt aufs Handgelenk, okay? Gut. Und dann gehen wir her. Immer nach vorne. So, und Mountain Climbers sind nicht diese, sondern Mountain Climbers schauen so aus. Knack, knack. Okay? Gut, dann habt ihr es. Dann fangen wir an. Ausgangsstellung. Und 1.
Auf 5, 3, 2, und locker. Das Merz geht relativ gut auf die Schulter. Da ist schon wieder so gut halb. Jo, warte gleich was. Noch einmal, dann darf man aufstehen. Okay? Also, machen wir es nochmal. Zeigefinger, Daumen. Okay? Und Liegestützposition, Schultern überhalb von der Handfläche. Und go. 1. Und go.
zwei, noch eine. Und locker. Ich muss dringen. Ausschnaufen, einschnaufen, okay? Ich zeige euch dabei die nächste Übung. Ist jetzt relativ ruhig. Vorderer Muskelbereich vom Fuß und hinterer Muskelbereich. Bizeps gegangen. Jetzt müssen wir noch was machen für unser Sitzfleisch. Die Übung schaut auch so aus. Wir gehen mal her. Ja, stehst du nicht richtig. Wir gehen mal her. Gehen wir in die Kniebeuge. Runter und schütteln. Okay? Schauen, ob man mit dem Arsch so weit runter kommt, wie es geht. Okay, und fangen wir an. 3, 2, 1 und schütteln. Rücken bleibt gerade. Noch 5, noch 4, 3, 2, 1 und locker. Aufschütteln. Gut. Dann nehmen wir wieder Position ein. Und dann fangen wir nochmal an. Mit 3, 2, 1 und los. Und schütteln. Rücken bleibt gerade. Nur 5, 4, 3, 2, 1 und locker. Das ist sehr gut. Nächste Übung. Jetzt packen wir nur noch unseren Beinbizeps und unsere Armkorn. Und dann haben wir es mit dem Füßen. Dann geht es mit dem Oberkörper weiter. Okay? So. Ausschaut das Ganze so. Dann stehen wir sie ganz mal hin. Und gehen jetzt immer abwechselnd. Linker Bund nach unten, rechter nach unten, dann links nach oben, rechts nach oben. Okay? Von der Seite. Links runter, links auf, rechts auf. Schauen wir immer, dass der Rücken gerade bleibt. Immer mit dem linken erst hoch, dann auch mit dem rechten. Alles klar. Immer mit dem linken jetzt nach hoch. Und 3, 2, 1. Und runter. Jetzt ist es weg von den Füßen, dann drückt man alles nur aus der Beinmuskulatur raus. Okay? Das soll nicht zu schnell sein, konzentriert. Und 3, und 2. Dreimal und locker. Ausschütteln. Selbe Spiel nochmal, aber diesmal mit der rechten runter und mit der rechten wieder rauf. Zwei Fall von vorne und gehen wir her. Rechts, links, rechts nach oben. Okay? Und go. Rücken gerade.
Minuten auf 5. 4. 3. 2. 1. Einer noch. Kämpft. Und ausschütteln. Auf mit den Füßen. Jetzt haben wir unseren Oberkörper. Da kannst du ganz mehr dehnen. Dann haben wir es geschafft. Okay? Gut. Der nächste schaut so aus. Butterfly Reverse. Wir gehen mal hinten in unsere Trapezmuskulatur rein. Mit alles, was zwischen den Schulterblättern drin ist. Und die schaut so aus. Macht wieder so ein U. Jetzt hier. Und immer die Arme nach hinten und Schulterblätter zusammen. Vor. Okay? Und von hinten immer zurück. Gut, dann fangen wir an. 3, 2, 1 und los. Diese Übung erhernehmen wir zum Ausschnaufen, Energie holen. Das Wichtigste ist Schulterblätter zusammen, okay? Und locker. Sie jetzt merken, Sie können hinten auf, das ist dieser Trapezmuskel, auf dem wir mal rein werden. Der ist nicht nur da herum, und die hinten schieben wir hinten wieder zusammen. Ausschütteln. Und noch einmal. Zusammen. Und immer schön. Zusammen. Schweizer. Ausschütteln. Schulter locker machen. Sehr gut. Dann dieselbe Nummer, aber in vorgebeugter Version. Dann mal Rückenstrecker und ein Gesäßmuskel auch gleichzeitig dabei, weil das wird gut Mornings- oder Halb-Extension sein. Das heißt, dann gehen wir mit dem geraden Rücken. Ganz weit in die Knie, mit dem geraden Rücken nach vorne. Okay? Zentrum da hinten, die wollen wieder verkürzt sein, sind hinten im Bizeps. Noch kein Problem, aber schaut, dass man so weit wie möglich nach vorne geht. Jetzt Arme zusammen und gehen wir her. Nach außen, Schulterblätter zusammen, nach hinten. Außen, nach hinten. Jetzt vorne nochmal. Nach außen und nach hinten. Okay, packen wir es. 3, 2, 1 und los. Und diese Haltefunktion von unserem geraden Rücken, wo es unser Gesäßmuskel arbeitet und unsere Rückenstrecker. Go!
5, 4, 3, 2, 1. Lockern. Der Ausschnaufer. Dann wirst du nochmal runter. Die nächste Übung schaut nämlich jetzt so aus. Das ist eine kleine Variation, so ein Übergang von der Rückenübung zu einer Brustübung. Dann haben wir einfach nur Brust, zwei, drei Übungen. Und dann haben wir es gleich wieder geschafft. So, das Ganze schaut so aus. Wir gehen jetzt in diese Plank und die heißt Plank Rotation. Plank Rotation. In den Plank, also in die Liegestützposition. Und wir gehen mal her. Zwei Varianten, schwierige Variante, leichte Variante. Schwierige Variante zuerst. Wir gehen mal runter, runter, aufdrehen. Runter, aufdrehen. Schwierige Variante, leichte Variante. Jeder für sich selber, wenn man die schwere Variante rüberkommt, leichte Variante. Leichte Variante, stütz, auf. Und auf. Okay? Gut. Machen wir es wieder. Ausgangsposition. Und 3, 2, 1. Und los. Fünf, vier, drei,
2, 1 und lockern. Lockern. Einmal noch. Ausschnaufen. Okay. Ausgangssituation. Position, nicht Situation. Und. 3, 2, 1 und go! Noch 5, 4, 3, 2, 1. Und locken. Sehr gut. Dann ist ja der Kräftigungsübung vorbei. Wir haben jetzt alles dabei gehabt. Volle Füße, volle Waden, Bauchmuskeln, Gesäß, Rücken, alles. Okay? Runter gehen wir wegen der Schnaufe. Jetzt machen wir noch einen Cooldown. Dann haben wir es. Rechte Hand fast auf den linken Hand drücken und dann gehen wir her, nach oben raus, Brustmuskulatur wieder ganz, ganz schnell aufdehnen und nach hinten und nach hinten und Bauchmuskulatur. Und dann nach vorne und nochmal nach hinten. Und noch einmal. Und noch vorne. Ausschütteln. So. Dann gehen wir hier. Gehen wir runter im Boden. Wir haben relativ viel Füße gemacht. Geht jetzt her. Und man sitzt sie hinten auf die Fersen. Wenn wir uns auf dem Sprunggelenk aufgehen, das untere und das obere, das wird ein wenig auseinanderzogen. Deswegen wird es ein kleines Sprunggelenk ein wenig ziehen. Und wir gehen mal her, gehen wir nach hinten und dehnen. Oberschenkelmuskulatur, einschlafen, ausschlafen. Und wieder nach vorne. Aufstehen. Füße, Zehenspitzen aufstehen. Und noch einmal. Wieder runter mit den Zehenspitzen und wieder auf die Fersen drauf sitzen. Und aufs Hinter. Und auf. Und dann nach vorne und locken. Gehen wir her. Unser Fuß vorne steht auf. Man geht jetzt her, streckt den Fuß aus. Rücken bleibt gerade und mit dem geraden Rücken neigt man sich Richtung Knie. Das zählt dann hinten relativ in der Kniekehle. Es ist Bauchmuskulatur und Bizepsmuskulatur. Und nach vorne, ohne mal einschlafen, ausschlafen. Nicht durchdrücken. Und entspannen, Oberkörper nach hinten. Und wieder nach vorne. Zehenspitzen zu sich ziehen, dann ist der ganze Schmerz noch ein wenig besser. Da ist auch sehr viel Nervendehnung drin. Und wieder locker. Einmal noch. Und nochmal. Zehenspitze nicht vergessen. Und wieder locker. Geht zurück. Und die andere Seite.
bleibe der Fuß. Ausstrecker, Linger auf die Seite. Und man geht her und schiebt wieder seinen Oberkörper nach vorne. Fuß ausgestreckt und locker. Zehen später zu ziehen, wieder herziehen. Und einschlafen, ausschlafen. Das ist nicht nur ein Muskelschmerz, was ist da gespürt von der Muskulatur her. Das ist ganz viel auch eigentlich ein Nerv, der wo hinten runter geht. Und den stimuliert man. Man kann ihn auch noch besser stimulieren, indem man zum Beispiel hergeben, da man Probleme hat oder so. Fußspitze nach vorne und zusammen gehen. Und dann nach vorne und dann zusammen. Okay, geht's noch einmal machen. Und dann machen wir nochmal locker und noch einmal reingehen. Und hoch. Und wieder zurück. Jetzt gehen wir auf, wieder ausschütteln. Es gibt die klassische Übung für einen kleinen Beinbizeps. Bizeps. Mit einem Beinstrecker. Dann gehen wir her. Schauen wir, dass wir unseren Fuß da hinten drin. So. Wer ist jetzt so nicht so stabil? Einmal wieder nur einhalten. So, und jetzt gibt der Clou bei der Übung. Und zwar hergehen und nicht warten. Hergehen und nicht ins Hohlkreuz gehen, sondern man geht her, schaut, dass der Oberschenkel mit dem anderen bündig ist und kippt jetzt sein Becken nach vorne. Mit dem zeigen wir oben, okay? Becken nach vorne kippen. Umhalten. Und locker. Andere Seite. Und nicht den Hund rein, sondern weg nach vorne kippen. Und wieder locker. So. Dann haben wir es für heute geschafft. Sau gut, dass ihr wieder mitgemacht habt. Ich wünsche euch eine schöne restliche Woche. Und wir hören uns und sehen uns ganz bestimmt wieder. Wir halten euch auf dem Laufenden. Entweder auf der Facebook-Seite von Turnverein, entweder auf der Facebook-Seite von mir oder Instagram. Macht es gut und für euch. Servus.